Ich freue mich, euch heute hier in meinem Atelier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Jasna Herger. Ich möchte euch einen kleinen Einblick geben in meine Malerei und freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Meine Devise für 2020, Revolution Love. Dieses Bild ist zurzeit im Vienna Art Market ausgestellt, im 18. Bezirk. Und leider ist er zurzeit aufgrund der Corona-Krise geschlossen. Und daher versuchen wir dennoch, unsere Kunst den Menschen etwas zu zeigen. Mein neuestes Bild, an dem ich gerade arbeite, zeigt eine Figur. Sie erinnert vielleicht in ihrer Position etwas an die Laufstege der Stars oder an den Catwalk. Auch die Farben lassen vielleicht etwas an den roten Teppich erinnern, wobei ja die Kombination Rot-Schwarz, etwas Weiß auch immer leicht etwas Dramatisches hat. Aber ihr erhobener Arm links deutet doch darauf hin, dass sie sich in einer bestimmten Stimmungslage befindet und auch ihr Blick. Bei mir sind die Augen sehr wichtig, auch im realen Leben. Wenn ich mit einem Menschen kommuniziere, dann möchte ich auch, dass er mir in die Augen schaut. Ich sag mal, die Augen sind der Spiegel der Seele, so heißt es. Und ich kann daran sehr gut erkennen, egal ob er so wie jetzt mit einer Schutzmaske herumgeht oder nicht, kann ich doch an den Augen erkennen, wie geht es dem Menschen, geht es ihm gut, wie ist seine Stimmungslage, bedrückt ihn etwas und so weiter. Ja, wenn man ihre Augen anschaut, so ist es ein Phänomen, wie wir es von der Mona Lisa von Leonardo da Vinci her kennen. Nämlich dieser gewisse Blick nach innen. Ich habe es auch ausprobiert, egal ob ich dort stehe oder da oder wo im Raum. Sie scheint einen immer anzusehen und eigentlich doch wirklich nicht anzusehen, weil sie ganz bei sich selber ist. Links sehen wir einen Schatten, der vielleicht so ihre innere Stimme darstellt, den ja jeder Mensch kennt. Und im Gegensatz zum Gesicht ist der Körper sehr ungenau dargestellt. Eigentlich spiegelt sich der Hintergrund, aber wie gesagt, es ist noch nicht fertig. Ich bin selber gespannt, wie es dann wird. Und es ist eine Situation des In-sich-Gehens, der Reflexion, wie wir eigentlich jetzt in der momentanen Lage, wie sie sich anbietet für die momentane Lage der Social Distance. Ja, wie gesagt, der Mensch steht im Hauptzentrum meiner künstlerischen Tätigkeit. Ich habe auch sehr viele klassische Porträts gemacht. Ich zeige euch mal eins. Natürlich wurde ich dabei auch von den Pop-Art-Künstlern inspiriert, sehr häufig. Wir sehen hier die Darstellung eines Wiener Schriftstellers, der leider schon gestorben ist, Franz Kraberger. Er war einer der Pioniere überhaupt des Webdesigns. Er hat ein Elektronikjournal herausgegeben. Und diese Situation ist ganz spontan entstanden an einem Tag und spiegelt eigentlich den Alltag wider. Ich sag mal, wenn man dieses Bild einem Menschen in dem 14. oder 15. Jahrhundert zeigen würde, könnte der mit diesen Dingen, die er hier in der Hand hält, wahrscheinlich gar nichts anfangen. Okay, Katzen gibt es schon immer und ewig, aber die Coca-Cola-Dose, gut, sie zeigt eine runde Form, ähnlich einem Gefäß, aber das Material ist ein neuartiges und würde wahrscheinlich den Menschen gar nichts sagen. Für uns ist es selbstverständlich, weil für uns hat es einen Wiedererkennungswert. Auch das Katzenfutter spiegelt etwas von der Materialität und so weiter.
Wir sehen hier ihn eben in einer typischen Alltagsdarstellung und ich finde, jede künstlerische Ausdrucksform ist auch ein Ausdruck der Zeit, in der sie entstanden ist. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch das die Möglichkeit haben sollte, sich künstlerisch auszudrücken, in welcher Form und in welchem Medium auch immer. Ich bin prinzipiell für die Freiheit in der Kunst, die eben jedem alle Möglichkeiten offen lässt. Ja, hier sind seine Augen verdeckt, spielen auch in diesem Zusammenhang keine große Rolle, sondern er symbolisiert eben einen Menschen des 20. oder sogar 21. Jahrhunderts und mir gefällt dieses Bild sehr gut. Wie gesagt, ein großes Thema bei mir ist die Liebe. Hier haben wir eine innere Beziehung dargestellt zwischen Mann und Frau, wobei ich die Liebe weiträumiger sehe, wie zum Beispiel bei der Venus von Botticelli. So ist doch die Venus als Göttin der Liebe. Sie ist aus dem Meer entsprungen sozusagen. Sie steht in einer Muschel, aus der sie herausgeboren wurde. Und sie steht eher für die geistige Liebe, obwohl sie nackt dargestellt ist. Das ist sehr interessant. In der griechischen Mythologie ist es die Aphrodite. Und für mich ist es überhaupt für die Zukunft, für die Menschheit, für unsere Erde, denn wir haben nur diesen einen Planeten, ein Rettungsanker, dass wir die Natur mit Liebe wertschätzen und betrachten, dass wir anderen Menschen gegenüber mit Wertschätzung und Respekt begegnen. Und ich glaube, wenn jeder Mensch dieses so empfinden würde, dann würde unsere Welt auch schon viel besser aussehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, trotz unserer Krise. Genießt den April, nützt die Zeit, seid kreativ, malt, singt, geht spazieren. Heute ist ein wunderschöner Tag und ich habe mich sehr gefreut, euch etwas von meiner Kunst näher zu bringen. Macht es gut, bleibt gesund, bis bald und ciao.